So Leute, herzlich willkommen zurück bei Anno 2205. Und mir ist ein kleines Missgeschick passiert, und zwar habe ich gerade aufgenommen und festgestellt, dass leider mein Mikrofonstecker nicht so ganz drin war. Ich habe zwar Ton aufgenommen, aber da habe ich irgendwie immer so ein hässliches Brummen im Hintergrund, weil ich auch nicht mit einer Rauschunterdrückung vernünftig wegbekomme. Das ist jetzt äußerst ungünstig, denn das Spiel speichert immer automatisch und ich kann einfach nicht einfach die Mission normal machen. Deswegen habe ich jetzt einen anderen Spielstand geladen, den ich so mal sozusagen erstellt habe. Deswegen nicht wundern, dass hier nicht unser Symbol ist. Der ist jetzt ungefähr am gleichen Standpunkt und deswegen machen wir hier Intervention erforderlich. Die Mission jetzt einfach hier in diesem und wechseln dann einfach wieder zurück. Gut, tut mir echt leid. War keine Absicht. Verflucht noch eins. Haben die tatsächlich unsere Schiffe gekapert? Zeig's ihnen. So, Missionsziel: zerstören Sie die Kommandos der Orbital Watch, um das entführte Transportschiff zu befreien. Okay, Standard. Fortgeschrittene Schwierigkeit. Expertenschwierigkeit. Können wir noch nicht machen. Schiffe upgraden, kann man auch noch nichts machen. Mindestbelohnung, Iridium, Graphen, Kampferfahrung. Okay, dadurch bekommen wir wahrscheinlich Militärstufe. Dann würde ich einfach mal sagen, starten wir den die Mission. Die wird jetzt geladen. Es tut mir auch leid, ich kenne jetzt die Mission schon. Ist jetzt echt dort doof. Haben uns die verdammten Feiglinge angegriffen. Umkreisen unsere Frachtschiffe noch immer wie Schmeißfliegen. Wie ich sehe, haben sie Verstärkung geholt. Du musst dich vorsehen. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Leute keine Schuldgefühle kennen. Durchbrich ihre Blockade und befrei unsere Schiffe. Ich halte dir den Rücken frei. Okay, na gut, dann nutze ich mal die Tatsache, dass ich das Ganze schon kenne, zu meinem Vorteil. Und erkläre einfach mal, was wir so haben. Wir haben hier drei Schiffe am Anfang. Das werden auch im Prinzip, soweit ich weiß, nicht mehr, sondern wir haben diese drei und müssen mit den drei auskommen. Zusätzlich haben wir hier so einen Verbündeten. John Rafferty's Schiff. Das repariert unsere Schiffe. Das ist echt cool. Darüber hinaus haben wir unsere Hauptmission. Wo auch immer. Da. Okay. Hier ist das Schiff, was wir befreien müssen. Genau. Darüber hinaus befinden sich auf der Karte verschiedene Ressourcen. Treibstoff. Den brauchen wir hier für bestimmte Spezialfähigkeiten. Eine Reparaturdrohne. Schutzschilde. Wellenmine. Schädigt Schiffe und stößt sie aus dem Zielgebiet. Okay. Volle Kraft voraus. Die können wir hier sozusagen ganz einfach einsammeln. Und hier sind überall so Gegnerschiffe. Piu piu. Wie man merkt, unsere Schiffe sind ziemlich stark. Ist auch einfachste Schwierigkeitsstufe, logischerweise. So, das sind jetzt hier Raketensperrfeuer. Das ist auch krass. Hier ist ein Turm. Alles klar. Es kriegt eine Generalüberholung. Roger. Also noch mehr. Aber wir machen ganz schön Schaden hier. Das ist halt easy peasy, ne? Alle zum Einsatz. So, macht sie kaputt. Boom. Boom. Okay. Das letzte auch noch, bitte. Sehr gut. Dann haben wir hier noch was. Das sind sozusagen die Rohstoffe, die wir sammeln müssen, die wichtig sind. Das sind, glaube ich, Spezialrohstoffe, die wir nicht herstellen können, die wir aber für bestimmte Sachen brauchen. Und hier, diese mit diesen Dreiecken, das sind noch Aufträge. Die Arbeit zur See ist viel zu gefährlich geworden. Können Sie da was tun?
Nutzen Sie kinetische Schilde dreimal. Dann werden wir jetzt hier mal angreifen. Und benutzen jetzt kinetische Schilde. Okay. Es ist so gut wie neu. Damit kriegen wir kaum Schaden. So, und hier? Oder wo war das? Ich muss auch noch annehmen, okay. Verstanden. Alles einsammeln. Verstanden. Sehr gut. Ich merke schon, diese Zusatzmissionen sind bei jedem mal ein bisschen anders. Die waren vorhin nicht so. Oh, hier ist ein Schiff gesunken. Oh. Waffensysteme bereit. Boom. So. Bestätigt. Hier hinten ist noch was. So, hier ist noch ein Auftrag. Es wird gefährlich werden, aber ich weiß, dass Sie dieser Aufgabe gewachsen sind. Okay. Im Gange. So. Im Gange. Dann schauen wir mal her. Energie auf Schilde umgeleitet. Gut, mal 40 die Schilde. Kampfstationen. Ja, das ist halt jetzt hier mit dieser Schwierigkeit, mit diesem Schwierigkeitsgrad ziemlich easy. So. Ich denke, wir werden hier bedeutend weniger Rohstoffe finden. Sind unterwegs. So. Wenn wir hier auf höherer Schwierigkeitsstufe spielen. Sehr gut, immer schön reparieren. Feuer frei. Schilde und Turbinen auf Maximalleistung. Sie sind wirklich knallhart. Sehr gut. Damit haben wir jetzt den einen schon abgeschlossen. Den einen Auftrag. Hier sind wertvolle Erze. Brauchen wir für einen anderen Auftrag? Noch irgendwo welche? Keine Ahnung. Boom. Die Minen sind auch extrem böse. Waffensysteme nicht noch. Bereit. Warte mal, uns fehlt doch noch irgendwo Erze. Bin ich auf der Insel? Ha. Die Reparaturdrohnen sind im Einsatz. Der Schaden müsste bald unter Kontrolle sein. Sehr gut. Ich kann auch mal zeigen, hier liegt gerade eh so ein Raketenfeuer rum und wir haben schon maximal, deswegen kann ich ja mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn ich das einsetze. Achso, das geht nur im direkten Umfeld, okay. Ist auch irgendwo logisch. Aber wir werden das gleich mal einsetzen. Piu, piu, piu. Oh, so viel Stuff. So viel krasser Stuff. Verstanden. Schau an, wer da ist. Du hast doch nicht etwa... Zweimal Unterstützungsflotte an den... Senden. Geht bei dem Job alles klar oder sollte ich irgendwas wissen? Okay. So. Liefern. Mit dir sollte man sich wirklich nicht anlegen. So. Bereit für Einsatz. Mach den Turm kaputt. Man braucht halt jetzt auf diesem einfachen Schwierigkeitsgrad die gesamten. Ich glaube, besser geht's nicht.
diese gesamten Spezialfähigkeiten nicht so zwangsweise. Feind entdeckt. Starte Nuklearrakete. Boom. Oh, Nuklearrakete auch noch. What? Ach, hier ist sie. Ich wünschte immer noch, ich müsste sie nicht packen, mein Freund. Aber sie haben sogar noch besser abgeschnitten, als ich gehofft hatte. Das heißt, wir haben jetzt alle kleinen Aufträge erledigt. Okay, immer noch töten sie einen. Bestätigt. So. Alle zum Einsatz. Feind entdeckt. Starte Nuklearrakete. Bereit für Einsatz. Oh, du hattest sogar überlebt hier, Mann. Koordinaten bestätigt. What? Noch einer? Grünes Licht. Mach die kaputt. Sehr gut. Reparatursysteme online. Was haben wir da Schickes? Ach, das ist noch so eine Dingensflotte. Okay. Bestätigt. Feuer frei. Tschüss, Minen. Da liegt Graphen rum, das schwimmt einfach so rum. Piu, 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 piu. Feuer frei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Grünes Licht. Das mit der Reparatur ist natürlich ziemlich OP. Wenn er die Bewegung beschädigt, alle Schiffe im C-Gebiet. Okay. Werden wir auch gleich nochmal ausprobieren, dass wir alles mal hatten, so ein bisschen. Kann ich das schon? Und das hier? Und das hier? Okay, jetzt machen wir hier Feuer. Torpedo abgefeuert. Im Gange. Bereit für Einsatz. Okay, naja, hat da fast geklappt alles. Unsere Unterstützungsflotte ist ein bisschen untergegangen. Waffensysteme bereit. Gut, komm schon. Macht sie kaputt, macht sie kaputt, macht sie kaputt, macht sie kaputt. Da ist nichts, was wir nicht wieder in Ordnung bringen können. Wir sind ein gutes Team. Meine Ausrüstung und deine Strategie. Sehr gut. Hast du es gezeigt? Ich wusste, dass du das Zeug dazu hast. Erfolgsliste aktualisiert. Sehr, sehr gut. Wir haben jede Menge Belohnung erhalten. Ich glaube, das war jetzt sogar mehr, als ich das... Oh, Musik, bist du laut? Musik, bist du laut? Oh, Musik, bist du laut? So. Das war jetzt, glaube ich, sogar mehr, was ich bekommen habe, als beim letzten Mal. Ist jetzt natürlich doof, ne, weil es auf einem anderen Account ist, aber... Jo. Mission haben wir auf jeden Fall auch geschafft das letzte Mal und dann würde ich sagen... Ein bisschen Zeit haben wir noch. Mission beenden. Ich bin froh, dass Sie unverletzt zurückgekehrt sind. Dieser Angriff hat alle im Union-Hauptquartier schockiert. Aber das Programm muss weitergehen. Wir haben den Kontakt zur Lunar Excavation Corp verloren. Offenbar haben sich viele Mondkolonien mit der Orbital Watch verbündet. Umso wichtiger ist es, dass ihr Weltraumlift den Betrieb aufnimmt. Okay, dann werde ich jetzt mal ganz kurz... Moment. Willkommen. Firmen verwalten. Sie Informationen. Das. Auswahl bestätigen. Gut, jetzt sind wir hier wieder auf unserer anderen Insel, glaube ich, mit dem gleichen... In der gleichen Stelle. Und hier, wir können das nicht nochmal machen. So. Das heißt, wir gehen wieder in unsere Hauptinsel und müssen schauen, dass wir das Ganze mal fertig bauen. Unseren kleinen Weltraumlift. So. Cool, cool. Klicken Sie auf den Raumhafen.
schließen Sie das Upgrade ab. Kabel angeschlossen. Oh. Fahrstuhlkabine bereit zur Abfahrt. Achtung, Annäherung an Raumstation der Global Union. Bereit machen für Undock-Vorgang. Krasses Teil. Meine Glückwünsche. Der erste Schritt in den Weltraum. Alle Zweige der Weltwirtschaft stehen Ihnen nun offen. Phase 2 des Mondlizenzierungsprogramms beginnt jetzt. Komm zur Werft, wenn du Schiffe bauen oder ausrüsten willst. Okay. Arktisregion, Arktissektor, Flussausgleich, das war diese Mission, genau. Lutorie, viele Sektoren. Okay, haben wir mal ganz kurz schauen. Cassian ist ein Haus voller Schlangen. Mehr kann ich nicht sagen. Sie sind die einzige Person, der ich diese delikate Sache anvertrauen kann. Ja, machen wir von mir aus auch noch mit. Give me more Aufträge. Schauen wir ganz kurz Weltkarte. In der Arktis fallen ihre Handlungen unter die Oberaufsicht der Arctic Custodians. Werfen wir einen Blick auf ihr Territorium. Okay, möchte ich das jetzt schon machen? Eigentlich nicht. Wir haben nicht mehr so viel Zeit jetzt in dieser Mission. Deswegen... Hoffentlich hilft Ihnen das weiter. Verstanden. So, machen wir hier mal noch ein bisschen mit bei dem hier. Befestigen Sie Lei Sheng Sensordrohne an Ihrem Kommandoschiff. Okay, folgen Sie dem Drohnensignal und sammeln Sie Turbulenzen verursachende... Hä? Ich glaube, das ist nicht so perfekt übersetzt. Folgen Sie nun und sammeln Sie Turbulenzen verursachender Felsen. Aha, wir müssen also irgendwie eine Karte machen von Turbulenzen. Und bringen Sie die Fracht zu... Genau. Okay. Im Gange. Schon unterwegs. Superlegierungen. Okay, also wir können irgendwie dann auch noch weiter upgraden hier. Natürlich noch nicht so ganz im Blick. Okay, Fahrzeug es ist anbringen. Zeit für ein paar Verbesserungen. Bestätigt. Das ist ja... Oh. Ach nein, wir sollen die Felsen einfach einsammeln. Okay. Koordinaten bestätigt. Okay. Verstanden. In die Richtung, da. Komm schon, Drohne. Verstanden. Weiter in die Richtung. Die Drohne ist so langsam. Halt mehr in die Richtung. Da haben wir noch einen Felsen. Roger. Oder war es das schon? Volle Kraft voraus. Ach, anscheinend ist das ein relativ schwaches Signal bestätigt. Gerade, deswegen. Okay. Roger. Nach links noch weiter, hä? Verstanden. Hä? Was Verstanden. Willst du? Ach, hier drüben ist auch noch ein Teil. Okay. Okay. Das hier so? Volle Kraft voraus. Weil die Drohne, wie sie sich so die ganze Zeit so rundrum, das ist schon irgendwie ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Komm schon. Sind unterwegs. Ah, ich stehe direkt drauf. Komm schon.
Mit 6 von 7, okay, eine noch. Volle Kraft voraus. Da. Komm schon. Sehr gut. Jetzt müssen wir sie herbringen. Zu ihrem Flugzeug. So, ein Schritt 3 von 5. Das heißt, danach sind wir noch nicht fertig, leider. Aber 1000 Energie in diesem Sektor. Krass, krass. Gut. Es sieht so aus, als wüssten Sie Effizienz zu schätzen. Genau wie ich. Willkommen. Ich habe einen Auftrag, falls Sie Interesse haben. Okay. Setzen Sie in Walbrookbecken. Okay. Okay. Ah, okay. Also wir müssen jetzt sozusagen unsere Stadt einfach weiter ausbauen, damit wir mehr Energie umsetzen. Und dann... ja. Dann funktioniert das. Dann können wir dann... genehmigt die Firmenleitung das Ganze sozusagen. Okay. Wir sind jetzt ein bisschen über den 20 Minuten. Nochmal, es tut mir leid, dass das mit der Aufnahme so ein bisschen nicht geklappt hat. Dass da dieser Fehler war. Aber ich wollte jetzt euch auch keine Videos mit einer sehr schlechten Qualität liefern. Beziehungsweise mit einer sehr schlechten Audioqualität. Deswegen denke ich, dass das so die beste Möglichkeit war. Ist natürlich schade, dass man hier nicht speichern kann manuell. Sondern immer alles automatisch gespeichert ist. Aber gut. Macht das Ganze auch ein bisschen realistischer. Im echten Leben kann man ja auch nicht einfach nochmal einen alten Speicherpunkt laden, ne? Gut, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Lasst auch gerne eine Bewertung oder ein Feedback da. Würde ich mich freuen. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao.